Ja, geschätzte Damen und Herren, das abschliessende Glockengeläut von draussen lässt erahnen. Wir sind im Zentrum der Stadt St. Gallen zwischen Laurenzen und Dom. Damit begrüße ich Sie ganz herzlich im Namen von der IHK Thurgau und von der IHK St. Gallen-Appenzell zu unserer Medienkonferenz zu den Studien, zu den bilateralen Verträgen. Wir danken sehr für das grosse Interesse, dass Sie da sind. Es wird ein bisschen warm heute hier innen, manche Klimaanlage. Ich hoffe, Sie verzeihen da. Aber man soll den Sommer geniessen, wenn er da ist. Die IHK St. Gallen-Appenzell und die IHK Thurgau haben es wollen wissen. Wir wollen wissen, was die Kündigung vom Personenfreizügigkeitsabkommen als Konsequenz von der Annahme von der jetzt in Diskussion stehenden Kündigungsinitiative und damit von den bilateralen Verträgen 1. Was würde das heissen für die Ostschweiz? Für die Unternehmen, für die Arbeitnehmenden und damit für die Menschen in dieser Ostschweiz? Also Kündigung von der bilateralen 1, wo das Schweizer Volk ein paar Mal Ja gesagt hat dazu. Und zwar, was heisst das konkret hier für uns in der Ostschweiz? Wir haben zusammen, die zwei IHK haben zusammen eine Studie in Auftrag gegeben beim BAK Basel, die genau diese Frage soll beantworten soll. Was wären die ökonomischen Konsequenzen für unsere Wirtschaftsregion Ostschweiz? Die Resultate liegen vor, die stellen wir heute vor. Der Herr Martin Eichler, Chefökonom von BAK Basel, wird Ihnen die wirtschaftlichen Auswirkungen, die sie herausgeschaffen haben, in dieser Studie erläutern. Und auch die Systematik. Der Herr Alessandro Sgro, Chefökonom von der IHK St. Gallen-Appenzell, wer die konkreten, spezifischen Auswirkungen auf die Regionen, auf die Branchen von unserer Ostschweiz erläutern. Und mit Herrn Jérôme Mückler, mein Kollege, Direktor von der IHK Thurgau, der die Bedeutung von einem Nein zu dieser Kündigungsinitiative wäre erläutern und die Kampagne, wo wir gemeinsam die zwei Industrie- und Handelskammern werden fahren. Wir gehen von etwa 30, 35 Minuten aus und wir würden die Fragen am Schluss beantworten, damit Sie sich auch ein bisschen einstellen darauf. Die Ostschweiz lebt maßgeblich von Aussenhandel, von der Exporttätigkeit, insbesondere mit und in die beiden Nachbarländer Deutschland und Österreich. Aber natürlich nicht nur. Handel und Export mussten schon immer gesichert werden, erkämpft werden, vertraglich untermauert werden. 1387 ist es St. Gallen gelungen, mit Nürnberg, mit der Stadt Nürnberg, die Sie hier auf dem Bild sehen, einen Vertrag über die gegenseitige Zollfreiheit abzuschliessen. Der Vertrag von 1387 hat Ostschweiz da in Osten geöffnet, nämlich für den Handel nach Böhmen und Polen. Und da ist das Fundament für den nachfolgenden grossen wirtschaftlichen Aufschwung, den die Ostschweiz genommen hat im Mittelalter. Heute schliesst St. Gallen selbstverständlich keine eigene Handelsverträge mehr ab. Das macht heute Bern, Bundesbern, für uns selbst mit unseren Nachbarländern Österreich, Deutschland. Über die Europäische Union und die Folge von dem war die bilaterale 1. Die Ostschweiz profitiert heute maßgeblich von diesen bilateralen Verträgen 1, indem das, nächste Folie, die Schweiz hat eine Exportquote von 66%. Auch die Ostschweiz. Zwei Drittel der Ostschweizer Exporte fließen in die EU. Zwei Drittel der Ostschweizer Exporte. Und gerade die Ostschweiz ist als noch sehr, sehr stark im zweiten Sektor verhaftete Region, also sprich Industrie, mit einer hohen Industriedichte viel mehr abhängig von bilateralen Verträgen als andere Regionen. Im Vergleich, die Schweiz insgesamt hat noch einen zweiten Sektoranteil der Beschäftigten von rund 20% mit der Ostschweiz. Die Ostschweiz hat 30%, jede dritte Arbeitsstelle ist im zweiten Sektor. Und aus dem Grund ist halt eine hohe Exportquote, das Erhalten von dieser zentral
für die Ostschweiz. Ich übergebe jetzt am Herrn Eichler, der auf die Studie eingehen. Bitte. Dankeschön. Guten Morgen zusammen. Ich freue mich, in aller Kürze die wichtigsten Ergebnisse aus der Studie für die Ostschweiz und was eben die Konsequenzen eines Wegfalls der bilateralen Verträge wären, zu zeigen. Vorneweg, das ist eine Arbeit, die aufbaut auf einer Studie, die wir 2015 für das SECO gemacht haben. Auf diese Vorarbeiten können wir auch heute aufbauen. Damals haben wir uns allerdings nur mit der Schweiz insgesamt beschäftigt. Und wie wir gerade gehört haben, ist die Schweiz alles andere als heterogen. Es gibt deutliche strukturelle Unterschiede. Und das wirkt sich natürlich auch bei den Folgen aus. Und genau das haben wir jetzt neben einem Update der Überlegungen von damals nun untersucht. Was heißt das für einzelne Branchen und was heißt das letztendlich für die Regionen der Schweiz? Zunächst ganz kurz eine Bemerkung zum Vorgehen. Wir haben simuliert, was passieren würde, wenn die bilateralen Verträge 2023 wegfallen, was ungefähr mit der Initiative übereinstimmen würde, würde sie angenommen, und die Auswirkungen bis 2040 modelliert. Warum ein Zeitraum bis 2040? Viele der Auswirkungen wirken sich erst längerfristig aus. Wir brauchen also einen gewissen Zeitraum. Aber bis 2040 mit 18 Jahren haben wir doch noch einen überschaubaren Zeitraum, den wir betrachten können und nicht eine unendliche Weite. Technisch haben wir zwei Simulationsrechnungen vorgenommen. Einmal mit bilateralen Verträgen, also den derzeitigen Zustand fortgeschrieben. Einmal ohne die bilateralen Verträge, aber alles andere gleichgelassen in der Simulation. Und die Ergebnisse sind immer dargestellt als Differenz zwischen diesen beiden Simulationsrechnungen. Sie sollten das Ganze auch nicht als Prognose interpretieren, sondern es ist eine Projektion dessen, was der Wegfall der bilateralen Verträge verursachen könnte. Wir werden politische Reaktionen darauf haben, sowohl in möglichen Verhandlungen mit der EU in diesen 18 Jahren über andere Lösungen, aber auch zum Beispiel in Bereichen, die nicht mehr weiterentwickelt werden können, wie der Energiesektor oder ein Dienstleistungsabkommen oder in möglichen Retorsionsmaßnahmen der EU. Diese politischen Entscheidungen sind aber alle nicht eingeflossen. Von daher ist es eben keine Prognose, sondern rein eine Projektion dessen, was mit dem Wegfall der bilateralen Verträge direkt in Gefahr kommt. Was sind nun die Ergebnisse? Für die Schweiz sehen wir einen Rückgang des BIPs um 6,5% im Jahr 2040 als Resultat. Das ist eine Niveaudifferenz bis ins Jahr 2040. Das heißt, die Wirtschaftskraft ist dort um diese 6,4% tiefer. Diejenigen, die vielleicht sich an die Studie 2015 erinnern, mögen vielleicht noch im Kopf haben, dass wir damals 7,1% nach 18 Jahren prognostiziert oder erwartet haben. Das ist diesmal etwas tiefer, unter anderem, weil sich die institutionellen Gegebenheiten geändert haben. Vorneweg der Brexit zu nennen. Großbritannien ist nicht mehr Teil des EU-Binnenmarkts und damit auch nicht mehr von einem Wegfall, der Handel mit Großbritannien, nicht mehr von einem Wegfall mit den bilateralen Verträgen betroffen. Für die Ostschweiz ist der Effekt noch stärker. Hier ist der Rückgang 2040 7,4% des BIPs. Dabei ist auch zu beachten, dass das nicht ein einmaliger, starker Einbruch ist. Also wenn in 2023 die bilateralen Verträge wegfallen, wird die Wirtschaft nicht zusammenbrechen, sondern es ist ein schleichender Wachstumsverlust, den wir hier erleiden. In jedem Jahr geht das Wirtschaftswachstum um ungefähr 0,4% zurück über diesen gesamten Zeitraum. Das hört sich erst einmal wenig an. Wenn man sich aber bewusst macht, dass das ein Drittel, zwischen einem Drittel und einem Viertel des überhaupt erwarteten Wachstums in diesem Zeitraum ist, ist es doch eine erhebliche Größe. Und eben, es kumuliert sich bis 2040 auf ein um 7,4% tieferes BIP in der Ostschweiz. Warum ist das so in der Ostschweiz, dass wir hier den stärkeren Effekt haben? Ich kann nun nicht auf alle Verträge, die wir sehr detailliert im Einzelnen in der Studie analysieren, eingehen, aber die wichtigsten Faktoren liegen tatsächlich in der Struktur der Ostschweiz begründet. Wir haben, wie wir schon gehört haben, eine sehr starke Industrielastigkeit und ganz besonders die Investitionsgüterindustrie in der Ostschweiz, die hier etwa 14% der Wertschöpfung ausmacht, während in der Schweiz es nur etwa die Hälfte dieses Wertes ist. Und wie wir gleich sehen werden, ist sie besonders stark betroffen. Natürlich haben wir hier auch eine Grenzregion, die sehr stark verflochten ist mit ihren Nachbarregionen in den entsprechenden Wertschöpfungsketten eingebunden. Auch das gibt einen hohen Exposure gegenüber dem Wegfall. Was genau passiert nun
in den verschiedenen Verträgen. Wenn wir uns zunächst einmal auf die technischen Handelshemmnisse, einer der 7 Verträge der bilateralen 1, konzentrieren, so ist das der Vertrag, der insbesondere für die Güterexporte sehr wichtig ist und damit für die Ostschweiz und die Investitionsgüterindustrie eine hohe Bedeutung hat. Diese ermöglicht günstigere, mit weniger Aufwand und zügigere Export von Gütern und insbesondere die Anerkennung von allen Standards. Und das ist gerade in die Einbindung von Wertschöpfungsketten innerhalb der Industrieproduktion, zum Beispiel Automobilzulieferer, von großer Bedeutung. Dazu kommt, dass in der Ostschweiz nicht nur diese Industrie wichtig ist, eine hohe Exportquote hat, sie ist auch noch überdurchschnittlich stark auf die EU fokussiert. Ein weiteres Beispiel aus der Investitionsgüterindustrie: 54% aller Ostschweizer Exporte gehen in die EU, auf Schweizer Ebene sind es nur 46%. Dies ist einer der Gründe, der eben vor allem die technischen Handelshemmnisse betrifft, warum die Ostschweiz stärker exponiert ist. Aber bei der Personenfreizügigkeit als ein sehr wichtiger Effekt müssen wir feststellen, dass etwa wir davon ausgehen, dass ein Viertel weniger Erwerbstätige aus dem Ausland zur Verfügung stehen in Zukunft, zusätzlich zur Verfügung stehen. Wir haben bei denen, die heute hier sind, einen Bestandsschutz, aber ein Viertel weniger zusätzlich zur Verfügung stehen. Und gerade in einer Technologie- und Industrieregion, wo sehr viele spezifische Arbeitskräfte gebraucht werden, wie in der Ostschweiz, was man über die Diskussion über das Thema Fachkräftemangel ja auch immer wieder sehr wahrnimmt, ist diese Beschränkung der Verfügbarkeit der spezialisierten Arbeitskräfte doch ein deutlicher Hemmschuh für die zukünftige Wachstum. Und schließlich noch ein Blick auf das Forschungsabkommen. Die Ostschweiz eben wieder als Industrie- und Technologieregion ist extrem abhängig vom technologischen Fortschritt. Sie verfügt über viele Weltmarktführer, technologisch führende Firmen, die sich aber laufend weiterentwickeln müssen. Wenn die Schweizer Forschungslandschaft nicht mehr so stark in den EU-Forschung eingebunden werden kann, so führt das zu Forschungseffizienzverlusten, Attraktivitätsverlusten des Forschungsstandorts. Und das letztendlich wirkt sich negativ für die Unternehmen aus, die weniger gut zu kooperieren können, eventuell mit dem Ausland stärker kooperieren müssen als in der Schweiz, was dann aber letztendlich oft auch zur Verlegung von Forschungsaktivitäten führt und letztendlich das Wachstum eben auch hier bremst. Das sind die Gründe, warum die Ostschweiz eben überdurchschnittlich stark von diesem Wegfall betroffen wäre, warum der Wegfall überhaupt nachteilig ist, aber eben warum auch die Ostschweiz überdurchschnittlich stark ist. Werfen wir noch einen Blick auf die einzelnen Kantone. Nächste Folie, bitte. Hier haben wir die einzelnen Kantone. Was wir hier sehen ist, dass alle Kantone, die 4 Kantone der Ostschweiz, die wir hier untersucht haben, Appenzell-Ausserrhoden, Appenzell-Innerrhoden, St. Gallen und Thurgau, dass alle stärker betroffen sind als der Schweizer Durchschnitt. Allerdings unterscheiden sich die Kantone untereinander, insbesondere der Thurgau sticht hervor, der außerordentlich stark betroffen wäre. Auch das zeigt sich wieder stark in den Wirtschaftsstrukturen. Der Thurgau hat insbesondere im Fahrzeugbau ein sehr starkes Standbein. Und dies ist aber eine der Branchen, die am stärksten betroffen würden vom Wegfall der bilateralen Verträge und somit eben auch der Thurgau stark belastet. Dazu kommt, dass der Thurgau eine hohe Standortattraktivität heute hat, was insbesondere sich auch in der guten Erreichbarkeit ausdrückt, die durch Wegfall der des Luftverkehrsabkommens sich deutlich verschlechtern würde. Die Nähe zum Flughafen Zürich, die heute ein großer Vorteil ist, würde also zu einem überdurchschnittlichen relativen Rückgang der Standortattraktivität in Thurgau führen und diesen belasten. Über die gesamten Verflechtungen, die innerhalb der Wirtschaft existieren, was in unseren Modellen eben vollständig abgebildet ist, verlieren auch viele andere Branchen dadurch an Dynamik, private Dienstleistungen oder Unternehmensdienstleistungen, die als Vorleistung bezogen werden. Ein weiterer Blick, zum Beispiel St. Gallen und Appenzell-Ausserrhoden, sind wieder überdurchschnittlich stark durch Investitionsgüter geprägt, die hier stark reduzierend wirken, oder Appenzell-Innerrhoden sehr stark durch die Nahrungsmittelindustrie, die über das Landwirtschaftsabkommen vor allem schwierigere Exportchancen hätte. Es gibt auch Faktoren, die die Ostschweiz weniger stark belasten. Die Ostschweiz ist abhängig von Grenzgängern. Wir haben etwa gut 3% Grenzgänger in der Ostschweiz im Moment. Allerdings ist das unterdurchschnittlich im Vergleich zur übrigen Schweiz. Andere Regionen, Genf und Tessin, sind hier sicher die bekanntesten Beispiele, haben mehr Grenzgänger mit fast 6% im Schweizer Durchschnitt. Ist das ein Effekt? Der Wegfall ist weniger stark für die Ostschweiz, als das für die übrigen Regionen ist. Das reicht jedoch nicht, um eben die Belastung bei den anderen Faktoren zu kompensieren. Dadurch ist eben die Ostschweiz
stärker betroffen als die Schweiz. Zum Schluss als letztes noch ein weiterer Blick. Ich habe jetzt sehr viel über das BIP als aggregierte Größe gesprochen. Uns interessiert ja aber auch sehr, was mit den Menschen passiert, mit den Leuten. Ein erster Indikator hierfür ist das BIP pro Kopf zu betrachten. Dies ist ein Indikator, der häufig als Wohlstandsindikator verstanden wird, letztendlich das möglicherweise verteilte Einkommen in der Region reflektiert. Wir haben einen gewissen Niveau-Effekt. Wir haben weniger Zuwanderung, weniger Erwerbstätige, dadurch weniger Wertschöpfung. Dies macht aber nur etwa einen Drittel des gesamten Rückgangs aus. Zwei Drittel des Rückgangs sind sogenannte Produktivitätsverluste und diese schlagen voll auf das BIP pro Kopf und damit den Wohlstand durch. Und um die Größe einzuordnen, pro Kopf in der Ostschweiz, vom Kind über den Erwerbstätigen bis zum Rentner, wäre das BIP pro Kopf um fast 4.500 Franken tiefer in 2040. Ein aus meiner Sicht doch erheblicher Betrag, der uns sicher, den wir sicher im Geldbeutel spüren würden. Man sieht das auch an anderen Größen. Die Erwerbstätigkeit in der Ostschweiz, die Zahl der Erwerbstätigen, geht um 20.000 zurück in der Simulationsrechnung, was etwa gut 5% der Erwerbstätigen entspricht. Auch hier sieht man deutlich, wie stark die Reduktion durchschlägt. Noch eine letzte Zahl. Die Arbeitslosenquote, allerdings nicht für die Ostschweiz, sondern weil der Arbeitsmarkt integriert ist, für die ganze Schweiz gesehen. Die Arbeitslosenquote würde trotz der geringeren Zuwanderung steigen bis 2040. Zunächst haben wir einen leichten Rückgang der Arbeitslosenquote, wenn mehr Leute beschäftigt werden. Aber die wirtschaftlichen Nachteile überwiegen im Laufe der Zeit und wir haben tatsächlich eine höhere Arbeitslosenquote um rund einen Prozentpunkt bis 2040 durch den Wegfall der bilateralen Verträge. Also auch die Arbeitslosen profitieren nicht von einem Wegfall der bilateralen Verträge. Hier spielt eine große Rolle, dass uns eben viele Fachkräfte fehlen, die nicht durch andere Arbeitslose ersetzt werden können und die gesamte Dynamik dann den Arbeitsmarkt abbremst. Damit wäre ich schon am Ende. Ein ganz kurzer Überblick über die wichtigsten Fakten dieser doch insgesamt sehr umfassenden Studie. Aber wir sehen vor allem, wie stark die Schweiz von diesem Entscheid betroffen werden. Es gibt wenig politische Entscheide, die einen BIP-Rückgang in diesem Umfang beeinflussen können und dass es noch mal stärker in der Ostschweiz spielt. Damit gebe ich das Wort zurück. Vielen Dank, Herr Eichler. Alessandro Skor, bitte. Ja, in den nächsten paar Minuten wird die Bedeutung für die Ostschweiz konkret ganz auf Branchenebene, kantonaler Ebene aufzeigen und vor allem auch eine Bedeutung jetzt auch für das hiesige Gewerbe, für viel, ganz viel Schweizer, Ostschweizer KMUs. Sie sehen hier eine Darstellung, ein bisschen anders dargestellt vor, als in einer schon dargestellt war. Nochmal eine Veränderung in der Wertschöpfung auf Schweiz-Ebene, Ostschweiz-Ebene und vor allem in den einzelnen Kantonen. Wie er schon gesagt, Kanton Thurgau, wo von der Wegfall ganz stark betroffen wäre. Das ist eine ganz andere Darstellung nochmal zum Beispiel. Wieso ist die Ostschweiz so stark betroffen? Wir haben einiges schon vorweg gehört, vor allem die Branchenstruktur. Die Ostschweizer Wirtschaft, wir haben es gesehen, zeichnet sich vor allem durch einen hochindustrialisierten, hochtechnologisierten zweiten Wirtschaftssektor aus. Vor allem Investitionsgüter, Sie sehen hier eingerahmt den zweiten Wirtschaftssektor, den Industriesektor, der vor allem sich aus einer starken Mainbranche mit Maschinenbau, Metall, Elektro, Branche sich zusammensetzt, aber auch Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie, wie auch das Baugewerbe, wo stark betroffen wäre, oder sich so auszeichnet. Genau, wenn wir es jetzt mal ganz konkret auf Branchenebene anschauen, haben wir den zweiten Sektor, der übermäßig, überdurchschnittlich betroffen sind von dem Wegfall von bilateralen Verträgen, insbesondere der Investitionsgütersektor, wo es gerade jetzt im Kanton St. Gallen sehr ausgeprägt ist, dort vor allem Maschinenbau und Metall, Appenzell Ausserrhoden, wo dann eher so Elektro geprägt ist, würde es stark beeinflussen. Dann auch das Baugewerbe, wo sehr stark von einem Wegfall von den bilateralen Verträgen darunter leiden, wie auch die Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie, wie es Herr Eichler schon gesagt hat, ist da vor allem im Appenzell-Innerrhoden, vor allem auch das Landwirtschaftsabkommen, für Innerrhoden sehr wichtig ist, zentral. Von allen Ostschweizer Kantonen wäre der Kanton St. Gallen im Baugewerbe am stärksten betroffen.
dort vor allem auch der Hochbau, wo betroffen wäre, vor allem würde der Wohnungsbau eher dann sich verlangsamen. Was bedeutet jetzt auch für das hiesige Gewerbe, für die einheimischen KMUs? Einerseits haben wir ganz viele Zulieferer für die exportorientierten Unternehmungen. Die Global Players haben ganz viele KMUs rund um sich herum. Ich mache ein Beispiel: im Rinntal VAT, Weltmarktführer, Vakuumtechnologie für all die Geräte, die wir heutzutage mit uns herumtragen, wie Smartphones oder Laptops bis in Flachbildschirm, ist VAT im Rinntal Weltmarktführer und hat im Umkreis von 50 bis 70 Kilometer den Grossteil von ihren Zulieferern. Also wir reden hier nicht von einer Export, einem reinen Exportthema, sondern auch von ganz vielen umliegenden Zuliefererbetrieben, die vom Wegfall von bilateralen Verträgen betroffen wären. Ein zweiter Aspekt, wir haben es vorhin schon angetönt, das Forschungsabkommen, das ja durch die Guillotine-Klausel auch wegfallen. Wir haben gerade noch mal einen Blick ins Rinntal, eine hochtechnologisierte Industrie, die durch Innovation, durch seine Innovationskraft vor allem nachhaltig die Geschäftsentwicklung beeinflusst und Innovationen, da wissen wir aus der Forschung wie aus der Praxis, Innovationen entstehen im Netzwerk und nicht nur im heimischen Netzwerk, sondern auch international Netzwerk, wo dann wiederum KMUs auch von dem Know-how profitieren können. Dann Personenfreizügigkeit, der Arbeitsmarkt, dort haben wir natürlich ganz eine klare direkte Beziehung, wo uns die Fachkräfte, der Fachkräftemangel, den wir heute schon haben, wird verstärken. Wir haben heute, gerade jetzt auch nochmal im Rinntal zum Beispiel, sehr viele Grenzgänger, die vom Vorarlberg ins Rinntal pendeln und das sind in der Regel hochqualifizierte Fachkräfte, die es braucht als Ergänzung von der heimischen Belegschaft. Dann am Schluss, wir haben es gesehen, Pro-Kopf-Zahlen, die Herr Eichler präsentiert hat, am Schluss fehlt auch Geld im Portemonnaie. Das sind jetzt auf die Ostschweiz runtergebrochen, 4'500 Franken pro Kopf Einbuss, die man hat und irgendwie spürt man da dann auch im eigenen Portemonnaie. Das heisst, Konsum ist negativ beeinflusst. Das heisst ganz konkret vielleicht, dass man dann den Umbau, den Küchenumbau vielleicht nicht machen kann, dann ist der Schreiner tangiert, wo dann auch weniger Aufträge hat, bis hin zum Coiffeur-Besuch, wo dann halt der Coiffeur, der vielleicht heute sagt, wir sind von dem Thema nicht beeinflusst, hat dann vielleicht weniger Kundschaft, weil man sich nur noch alle zwei Monate einen Haarschnitt leisten kann, als jetzt vielleicht im Monatsrhythmus. Sie sehen, vieles steht auf dem Spiel. Wir haben eine ganz diverse Ostschweizer Branchenstruktur, eine Rolle spielt. Wir haben Wechselwirkungen zwischen verschiedenen Faktoren. Wir haben hoch spezialisierte Ostschweizer Wirtschaft, die es zeigt, dass wir markant würden, unter einem Wegfall der bilateralen Verträge würden leiden. Und nicht einmalig, nicht ein einmaliger Schock, wo man vielleicht in den 70er Jahren mit einem Erdöl-Schock, exogenen Schock, sondern eine langfristige Wachstumsschwäche müssen hinnehmen, ceteris paribus, wenn nicht auf einem anderen Weg würde zwischen Bern und Brüssel etwas passieren. Es steht vieles auf dem Spiel und darum engagieren wir unsere beiden Industrie- und Handelskammer, St. Gallen-Appenzell und Thurgau, auch mit einer Kampagne. Vielen Dank, Alessandro Scroo. Wir übergeben für Kampagne, Begründung, Vorgehen an Jérôme Müller, bitte. Vielen Dank, Markus. Gemeinsame Kampagnen zwischen IHK St. Gallen-Appenzell und IHK Thurgau sind eher eine Seltenheit. Das muss man nicht so sein, dass in Zukunft das hier bleiben. Es ist ein wichtiges Thema für den ganzen funktionalen Raum Ostschweiz, den wir zusammen bearbeiten. Wir haben uns auf die Fahne geschrieben, Markus Benziger und ich, dass wir nicht innerhalb der Kantonsgrenzen möchten den Wirtschaftsraum anschauen möchten, sondern die Ostschweiz ist ein funktionaler Raum. Da gibt es verschiedene Regionen und da kann man nicht einfach sagen, es ist ein Thurgauer, ein St. Galler, ein Appenzeller Thema. Wer steckt hinter dieser Kampagne? Wir haben einerseits die beiden Industrie- und Handelskammern St. Gallen, Appenzell und Thurgau. Wir sitzen heute hier. Wir repräsentieren etwa 2200 Unternehmen in der Region, in der Kernregion Ostschweiz. Und was aber auch wichtig ist, wir haben die regionalen Arbeitgebervereinigungen aus allen vier Kantonen, die mitmachen bei dieser Kampagne. Das sind regional entsprechend betroffene Unternehmerinnen und Unternehmer
wo die Kampagne unterstützt werden. Wir sehen noch ein paar Beispiele dazu. Also es sind zahlreiche Ostschweizer Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber, die hinter dem stehen und die sehen auch, was steht für sie für Spiel, wenn die bilateralen Eis wegfallen würden. Warum setzen wir uns überhaupt gegen das ein, gegen diese Initiative? Sie kennen sicher alle die Zukunftsagenda von unseren beiden Handelskammern. Falls nicht, empfehle ich die mal noch anzuschauen. Wir schreiben da vorne drauf, in der Ostschweiz daheim und in der Welt zu Hause. Für uns ist eine starke Ostschweiz denn, wenn der Wirtschaftsraum funktioniert und wenn es ein attraktiver Lebens- und Wohnort ist. Und das ist unter anderem auch mit guten Handelsbeziehungen mit dem Ausland gewährleistet. Und darum möchte ich mir das weiterhin aufrechterhalten. Sie sehen hier noch ein Beispiel oder ein paar Beispiele, wie die Kampagne wird aussehen. Wir haben hier Ostschweizer Unternehmerinnen und Unternehmer aus allen Regionen, von der Handelskammer, Vertreter von der Handelskammer, Vertreterinnen von regionalen Arbeitgebervereinigungen, die mit ihrem Gesicht eben sagen, liebe Damen und Herren in der Stimmbevölkerung, die Initiative ist abzulehnen, das macht keinen Sinn, das betrifft uns irgendwo zwischen Lindebene und Bodensee sind wir alle davon betroffen. Und wir möchten auch als Industrie- und Handelskammer mit Fakten arbeiten. Uns ist wichtig, dass wir fundiert und begründet können sagen, warum das keinen Sinn macht. Einerseits kann man das auf der Online-Kampagne dann anklicken und anschauen, Antworten finden, warum schadet die Kündigungsinitiative der Ostschweiz? Oder auch als Beispiel eine konkrete Frage, die immer wieder auftaucht, verdrängt Zuwanderer aus der EU die Schweizer Arbeitskräfte? Und da kann man auch klar sagen, nein. Es gibt als Beispiel das Observatorium zum Freizügigkeitsabkommen Schweiz-EU. Das wird vom SECO ausgegeben, also von einer offiziellen, glaubwürdigen Stelle. Und das Observatorium kommt auch klar zur Erkenntnis, dass Zuwanderung im Rahmen von der Personenfreizügigkeit vor allem Nutzen bringt. Und die Erwerbstätigkeit der Zuwanderer, die ist überdurchschnittlich hoch. Also es sind auch nicht Leute, die per se bei uns ins Sozialsystem einwandern tun. Also wir möchten mit Fakten arbeiten, wir möchten den Leuten, der Stimmbevölkerung zeigen, wie und warum das eben die Initiative abzulehnen ist. Ja, vielen Dank, Jérôme Mückler. Ich danke allen Vorrednern, bevor wir in wenigen Minuten zur Fragerunde kommen. Wir sind voll im Zeitplan. Nochmal kurz. Die Ostschweizer Wirtschaft und damit nicht nur die Exportwirtschaft, auch die Binnenwirtschaft indirekt, ganz spürbar, ist beeinflusst aus zwei Gründen. Oder wer profitiert von den bilateralen Verträgen oder wer negativ beeinflusst von einer Kündigung. Jede dritte Ostschweizerin arbeitet im zweiten Sektor. Die sind sehr direkt betroffen. In der übrigen Schweiz ist es nur jede fünfte. Der Ostschweizer Export lebt maßgeblich von diesen Abkommen. Zweitens, die geografische Lage von uns als Ostschweiz. Wir grenzen an drei Länder von der Europäischen Union, Deutschland, Österreich, Frankreich, Liechtenstein über den EWR. Wir sind sehr eng mit den Nachbarregionen verknüpft, gesellschaftlich, aber natürlich auch vor allem wirtschaftlich. Deutschland und Österreich sind die wichtigsten Handelspartner von uns. 63%, haben wir schon mal gehört, 64% von der Ostschweizer Exportleistung gehen in die EU. Von dem wiederum ein Drittel auf Deutschland und auf Österreich. Aus diesen Gründen sprechen sich unsere beiden Handelskammern, die Vorstände, die Arbeitgeberverbände vehement gegen die Kündigungsinitiative aus. Wir könnten jetzt zur Fragerunde, weil wir ja in einem Livestream sind, würden mehr allfällige Fragen wiederholen, damit sie auch im Livestream erkennbar sind und würden versuchen, die zu beantworten. Wem darf ich das Wort geben? Sie scheinen erschlagen, ob den Informationen. Damit, wenn es keine Fragen gibt, wir stehen selbstverständlich im Nachgang, wenn es gewünscht ist, für ein Verbalinterview, für ein Fernsehinterview zur Verfügung, hier im Haus. Und vor allem würde ich jetzt damit auch Sie verabschieden, nochmal danken, dass Sie gekommen sind. Wir
haben ein grosses Interesse, damit die Handelsverträge, die wir mit der Europäischen Union haben, können weiterführen, damit wir den Erfolg, den 1387 schon mit den Nürnberger Verträgen gesichert oder erstmals aus der Taufe gekommen werden, worden sind, können erhalten und unsere Ostschweizer Wirtschaft einen attraktiven Arbeits- und Lebensraum bieten. Ich darf Sie ganz herzlich einladen, jetzt, wer noch Zeit hat, es ist Mittagszeit, zu einem Ostschweizer kleinen Lunch, ein St. Galler Bratwurst, ein Appenzeller Bürli und ein Thurgauer Bier und Gottliebe-Hüppe. Ich freue mich sehr, dass Sie da gewesen sind. Herzlichen Dank für das Erscheinen.